Kaum ist Weihnachten vorbei, da steht das nächste große Fest an, und zwar Silvester. Da wird ja traditionell viel gefeiert auf Partys und da braucht man auch ein schönes Fingerfood. Deswegen zeige ich hier euch heute mal meine Kreation. Das werden Partyschnecken mit diesen Zutaten. Also, das wird interessant und lecker. Dranbleiben, gleich geht's los. Hallo und willkommen. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Hier, wie immer, zeige ich euch zuerst meine Zutaten. Hier haben wir Dinkel, das ist Emma. Darüber eine Möhre, eine Mini-Gurke. Hier ist ein halber Würfel Hefe, da habe ich gleich ein bisschen Zucker dazu getan. Hier ist mein selbstgemachter, aschegereifter Schinken. Tete Mon, den kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Hier sind ein paar Saaten, und zwar Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Blaumohn und Sesam. Salz für den Teig und etwas von meiner Gewürzmischung für das Gemüse. Später kommt natürlich noch warmes Wasser dazu. Wie immer findet ihr alle Zutaten bei mir in der Infobox. Ich habe hier Dinkel und Emma gemischt, und wie man das Getreide am besten vorbereitet zum Mahlen, da habe ich ein eigenes Video dafür, das verlinke ich euch dann im Abspann. Los geht's! Manche haben sich bestimmt schon gedacht, wieso zeigt der die Hefe und das bisschen Zucker in so einer großen Schüssel? Das ist die Antwort. Ich gebe jetzt hier etwas lauwarmes Wasser drauf und verrühre das jetzt und löse den Hefewürfel darin auf. Und der Zucker bewirkt, dass die Hefepilze richtig anfangen zu arbeiten. Deswegen sollte man das auch nie mit Salz direkt in Verbindung bringen. Später im Teig macht das dann nichts mehr aus. Aber jetzt geben wir der Hefe hier eine schöne Starthilfe, dass sie dann hinterher auch wirklich gut ihre Arbeit macht im Teig. Nach einigen Minuten fangen die Hefepilze an zu arbeiten und man sieht deutlich oben den Schaum. Das sind eben die Gase, die der Hefepilz erzeugt. Übrigens wusstet ihr, dass heutzutage Hefe aus Reinzuchthefe gemacht wird, und dabei können aus 2 Gramm Reinzuchthefe mehrere Tonnen Hefe erzeugt werden. In einem Gramm handelsüblicher Backhefe sind 20 Milliarden Hefepilze drin. Und da ich hier einen halben Würfel verwendet habe, sind das hier drin jetzt 200 Milliarden Hefepilze. Und das ist schon eine Ansage. Also rein damit. So, mein Teig habe ich jetzt für 10 Minuten geknetet, 5 Minuten auf Stufe 1 bei meinem Gerät und 5 Minuten auf Stufe 1,5, und das ist das, was ihr zuletzt gesehen habt. Das ist wichtig, dass ein schöner, homogener und in sich geschlossener Teig entsteht. Meine Maschine kann auch den Kessel anheizen, deswegen lasse ich den Teig jetzt hier drin und habe eine halbe Stunde auf ca. 30 Grad eingestellt. Wenn ihr so eine Maschine nicht habt, dann gebt das in den Backofen bei 30 Grad, abgedeckt, und lasst den Teig reifen. Nach einer halben Stunde hat sich das Teigvolumen fast verdoppelt, und so soll es auch sein. So, jetzt nochmal zusammenwirken. Rundschleifen nennt das der Fachmann. Unten ist dann immer der Schluss. Der kommt dann in dem Fall aufs Mehl. Und jetzt abdecken, und zwar mit Klarsichtfolie. Das würde nicht ausreichen, nur mit dem Tuch.
dann wird der oben trocken und diese Schichten sind dann später nicht gut im Teig. Gebe ich dem Teig nochmal 20 Minuten Teigruhe, damit er sich entspannen kann. Ich habe die Möhre geschält, die Gurke gut abgewaschen und beides halbiert. Werde jetzt beides in hauchdünne Scheiben aufschneiden. Und dafür ist natürlich am besten so eine Aufschnittmaschine geeignet. Solange der Teig sich entspannt, da kann ich hier schon mal von meinem Tetemon ein paar Nelken abreiben. Das sind wunderschöne Nelken, aber in diesem Fall brauche ich den Käse flach, weil der kommt ja dann in meine Fingerfood-Schnecken rein. Wenn ihr kein Tetemon habt, dann nehmt einen würzigen Bergkäse und schneidet den in ganz, ganz feine Scheiben. Jetzt teile ich den Teig auf und zwar in 50 Gramm Stücke. Ja, 56 geht auch, also die sollen schon ungefähr 50 Gramm haben. Wenn es ein paar Gramm mehr sind, dann macht das auch nichts. Aber ich wiege die hier trotzdem ab, weil die sollen ja dann gleich aussehen und auch zur gleichen Zeit im Ofen fertig sein. Jetzt schleife ich die kleinen Teilstücke nochmal rund und weil ich die ja nachher auslängen will, mache ich gleich so kleine Würste davon, denn die könnte man nicht in einem Zuge so auslängen, weil der Teig schnurrt immer wieder zusammen und würde sich immer wieder zusammenziehen. Deswegen mache ich das jetzt hier Schritt für Schritt und der erste ist ja hier, wie ihr ihn seht. Jetzt nach kurzer Teigruhe von 5-6 Minuten haben die sich entspannt. Und ich werde sie noch weiter auslegen. Wenn ich euch genaue Informationen gebe, das sind hier ca. 30 cm. Weil dieses Auslängen jeweils eine Zeit dauert, werde ich jetzt hier diese frischen, die sollen noch ein bisschen Zeit haben, sich zu entspannen, beiseite legen. Und fange jetzt hier mit dem hinteren an. Das habe ich zuerst gemacht und gehe so chronologisch vor. Jetzt drücke ich den mit den Fingern ein bisschen platt, den Strang. Sollte möglichst gleichmäßig sein und auch eine gewisse Breite haben. Das sind ungefähr so 2 cm. So, das letzte Stück lasse ich frei. Und ich streue hier jeweils etwas von meiner Gewürzmischung drauf. Das muss nicht viel sein. Und zum Schluss den Tetemon. So, und jetzt einfach locker aufwickeln. So, und zum Schluss ein bisschen den Teig zusammendrücken, dass er möglichst nicht aufgeht. Dasselbe mache ich natürlich hier auch mit meinem aschegereiften Schinken. Mir ist klar, dass nicht jeder so einen Schinken hat. Da tut es aber ein guter Bacon auch. Ich habe diesen Schinken und deswegen verwende ich den auch. Hier braucht natürlich kein Gewürz mehr drauf. Durch den Schinken und den würzigen Tetemon ist das hier wirklich würzig genug. Ja, und weil mir jetzt der Belag ausgegangen ist, dann mache ich hier jetzt noch einen kleinen Dreistrangzopf davon. Damit meine Teiglinge nicht abtrocknen, werde ich die jetzt hier mit Wasser einpinseln, schön von allen Seiten. Das mit dem Einpinseln hat natürlich auch noch einen anderen Grund. Ich brauche jetzt hier am Rand eine nasse Fläche und das tunke ich jetzt hier zum Beispiel in Blaumohn ein. Dann haben wir Sesam. Die Teilchen werden jetzt nochmal abgedeckt und jetzt kommt nochmal die Endgare vorm Backen. Nach einer knappen halben Stunde sind die Teiglinge nochmal schön aufgegangen und jetzt kommen die in den Ofen. Hier eine feuerfeste Keramikform mit Wasser gefüllt, damit
dann ein Schwaden im Ofen ist, wird gebacken bei ungefähr 220 Grad Umluft und etwas fallend. Das kommt immer auf euren Ofen drauf an. Das müsst ihr sehen und ausprobieren, aber ihr kennt ja euren Ofen am besten. Ich backe das jetzt für ca. 20 Minuten. So sehen meine Partyschnecken nach dem Backen aus. Knusprig, würzig, saftig und lecker. Und da ich mein eigenes Vollkornmehl gemahlen habe, sind hier keine chemischen Zusätze der Backindustrie drin, sondern reichlich Ballaststoffe und die Kraft des ganzen Korns. Das ist mein Vorschlag für eure Silvesterparty. Einen weiteren findet ihr bei meiner lieben Kollegin Sarah von Schokoladenbutterbrot. Den Link stelle ich euch in die Infobox. Genau wie das Rezept und wie ich es gemacht habe, nochmal schriftlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützt. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, wünsche euch eine schöne Silvesterparty und einen gelungenen Start ins neue Jahr. Also bleibt gesund und wenn ihr wollt, sehen wir uns 2020 wieder. Und wie immer sage ich zum Schluss, tschüss, bis zum nächsten Video.